Wie die Nazis mit politischen Gegnern verfuhren, klang schon mal an vorhin. Die Neuwahlen im März waren eine Farce. Binnen weniger Wochen verhafteten die preußische Polizei, SA und SS etwa 25.000 Regimegegner. Dafür waren die örtlichen Gefängnisse nicht ausgelegt. Schon im Frühjahr 1933 begannen die Nationalsozialisten, Menschen in Konzentrationslager zu sperren. Güterzüge fahren über die Oder Richtung Küstrin. Darin Gefangene, dicht gedrängt. Endstation ist die Strafanstalt Sonnenburg. Heute liegt der Ort in Polen und heißt Zwońsk. Hier haben die Nationalsozialisten eines ihrer ersten Konzentrationslager eingerichtet. Es wird als Folterhölle Sonnenburg in die Geschichte eingehen. Man hat die Gefangenen mitten in der Nacht aufgeweckt, ihnen befohlen, ein Grab auszuheben und angekündigt, ihr werdet erschossen. Als die Grube fertig war, wurde ihnen gesagt, heute verschonen wir euch noch einmal. Mehr als 1000 Häftlinge werden in Sonnenburg eingekerkert. Bekanntester Häftling ist der Publizist und Friedenskämpfer Karl von Ossietzky. Auch ihr Vater ist in Sonnenburg inhaftiert. Ihre Eltern, Milda und Paul Voss, sind KPD-Funktionäre. Als sie verhaftet werden, ist Tochter Ingrid gerade 5 Wochen alt. Ein ganzes Jahr lang wird die Mutter mit dem Baby in einer Gefängniszelle eingesperrt. Auch der Vater sitzt in Untersuchungshaft und wartet auf sein Urteil. Im Gerichtsgebäude vor dem Prozess trafen sich meine Eltern wieder auf der Wartebank. Und da hat er mich zum letzten Mal gesehen und zum letzten Mal auf dem Arm gehabt. Paul Voss wird zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt und nach Sonnenburg gebracht. Seine Frau bekommt 15 Jahre und wird in Lübeck in Einzelhaft gesteckt. Die kleine Tochter Ingrid wächst bei Verwandten auf. In den Briefen, die der Vater alle 6 Wochen schreiben darf, sorgt er sich um das Wohl seines Kindes, um unser Ingridlein. Er schreibt unter anderem, was mich die Trennung von meinem Töchterlein Ingrid, von meinem kleinen Fösslein gekostet hat, kann niemand ermessen. Ich denke Tag und Nacht an sie und zähle die Stunden. Ob ich sie jemals wiedersehe? Nein, er hat mich leider nicht wiedergesehen. Das KZ und Zuchthaus Sonnenburg hat sein Leben gekostet. Unter allen Aufsehern der frühen Konzentrationslager gelten die Sonnenburger als die brutalsten. Das bekommt auch Häftling Nummer 238 zu spüren, Karl von Ossietzky. Er war ja furchtbar misshandelt und tortiert worden und das konnten ja mehrere berichten. Ich meine, man trifft einen Menschen, der vollkommen zusammengeschlagen ist, ein Bein hinter sich herzieht, die Zähne eingeschlagen und der also nur wispern kann. Als Ossietzky 1936 den Friedensnobelpreis bekommt, lassen ihn die Nazis nicht nach Oslo fahren. Er stirbt 2 Jahre später an den Folgen von Haft und Misshandlung. Auch Ingrid Grönings Vater stirbt an Hunger und Entkräftung. Ihre ältere Schwester darf den Leichnam in Sonnenburg noch einmal sehen. Ihr wird mitgeteilt, er wäre an Herzschwäche verstorben. Sie wurde nun mit dem Tod konfrontiert. Und zwar mit einem ausgemergelten Menschen, der praktisch an Hunger gestorben ist mit 43,5 Kilo, den sie im Moment gar nicht erkannt hatte als ihren Vater. Und wo sie dann erst beim genaueren Hinsehen an der Fingernagelform und an den Händen ihn identifizieren konnte. Auf dem Gelände des früheren Lagers steht heute eine Holzfabrik. In einer kleinen Ausstellung hat der Museumsleiter die wenigen Zeugnisse der Vergangenheit zusammengetragen. Darunter Dokumente von Ingrid Grönings Vater. Auch die Gefangenenmarke eines französischen Offiziers blieb erhalten. Er wurde zusammen mit hunderten Widerstandskämpfern aus ganz Westeuropa in Sonnenburg eingekerkert. Als sich die Rote Armee nähert, werden in der Nacht vom 30. zum 31. Januar 1945 in diesem Hof 800 Gefangene von der SS erschossen.
Sowjetsoldaten öffnen die Lagertore. Dort sahen wir Berge von Leichen. Bei einigen stellten wir fest, dass sie sich noch bewegten. Wir haben sie rausgezogen und so konnten wir einigen Menschen noch das Leben retten. Die Toten werden später auf diesem Ehrenfriedhof beigesetzt. Ingrid Kröning hat nie erfahren, wo die Nazis ihren Vater verscharrten. Dass im heute polnischen Zwońsk an die Verbrechen und das Leid von einst erinnert wird, berührt sie tief. Sie nimmt Erde mit und wird sie zum Grab ihrer Mutter bringen. In Berlin-Kreuzberg erinnern Stolpersteine an das Schicksal ihrer Eltern.